jetzt zum Einlagensicherungsfonds. Und dazu musst du einfach erstmal folgenden Weg gehen. Und der ist tatsächlich echt etwas beschwerlich. Und zwar ist es so, dass du dazu einfach mal in die AGB deiner Bank gucken solltest. Also in die allgemeinen Geschäftsbedingungen. So, und die werden wiederum, also wir sprechen im Moment jetzt hauptsächlich von den privaten Banken. Sparkassen, Volksbanken ist das ein bisschen anders, aber das ist vom Prinzip das Gleiche. Aber wir gehen jetzt nur mal auf die normalen privaten Banken. Und da gibt es, die haben in ihrem Bankenverband eben allgemeine AGBs rausgegeben. Da kann jede Bank noch irgendwie ein bisschen Feintuning dran machen, aber die sind im Grunde bei allen großen Banken gleich. So. Und Marco, da würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz rein und da findet man dann ein paar Hinweise. So. Genau, so sieht das aus, unter anderem als Beispiel. Jo. Erklär mal ein bisschen dazu, erzähl mal, was genau sehen wir und worauf kommt es jetzt an? Vermutlich auf das Kleingedruckte. Auf das Kleingedruckte, jawohl. Und zwar ist es so, dass du hier, das habe ich mal gelb unterlegt, das findest du, also die Links stellen wir nachher nochmal zur Verfügung, beziehungsweise die habe ich, glaube ich, schon unten unter das Video verlinkt, unter die Live-Show. Das ist jetzt auf Seite 5. Wir können nochmal eben kurz zurückscrollen. Das sind die Muster-AGB, damit du das hier sehen kannst. Mhm. Einmal im Schnelldurchlauf und die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie gesagt, von den privaten Banken. Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank. Ganz genau. Genau. Und auf Seite 5. Hier gelb unterlegt, ich lese es nochmal laut vor, unter 3, also Schutz der Einlagen. Das ist der 20. Punkt, Einlagensicherungsfonds. Und dann siehst du unter 3, Geltung des Status des Einlagensicherungsfonds. Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Status des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird. Also du kannst es noch nicht mal in den AGB detailliert nachlesen, sondern du müsstest im Grunde jetzt Folgendes machen, wirklich einen Tipp würde ich vielleicht sogar mal machen, wisst ihr was, geht einfach mal zu eurem Banker und sagt, du hättest gerne nach, also unter 20 und dann Punkt 3, Geltung des Status des Einlagensicherungsfonds, hättest du das gerne mal ausgehändigt bekommen. Also den entsprechenden Gesetzestext dazu. Diesen, ja, das ist kein Gesetzestext, aber das ist, ja, achso, ich dachte, weil das jetzt auf § 6... Nee, das sind nur die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bankenverbandes. Achso, das bezieht sich nur auf diese AGBs. Okay, ja, okay. Ganz genau. Ja? Ich dachte, da liegt noch ein Gesetz zugrunde. Okay, das ist also wirklich nur auf dieses Dokument bezogen. Exakt. Ja. So, wir sind mal wieder kurz live. Moin. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Genau, immer noch da seid. So, und jetzt geht es ja darum, was ich würde mal sagen, Herr Steinbrück und Frau Merkel da 2008 so zum Besten gegeben haben, dass das Geld also auf jeden Fall sicher ist. Zu diesem Einlagensicherungsfonds musst du wissen, es ist verhältnismäßig schwer zu finden, wie groß der eigentlich ist. Ich hatte jetzt eine Statistik gesehen von der ING DiBa, die ja jetzt nur noch INK heißt. INK? Heißt die nur noch INK? Die heißt nur noch INK. Ja. Und die haben, glaube ich, Sicht- und Termineinlagen in Höhe von 115... Also auf jeden Fall mit ganz vielen Nullen. So. Und der Einlagensicherungsfonds wird also noch nicht mal irgendwie, ich glaube, ein Zehntel davon abdecken. So. Aber das ist eigentlich gar nicht der Hauptpunkt. Einlagensicherungsfonds heißt, dass alle privaten Banken in einen Topf, in diesen Einlagensicherungsfonds einzahlen, zu einem bestimmten Prozentsatz, der sich auf eine bestimmte Größe bezieht. Und der Sinn ist eben, wenn eine Bank pleite geht, dass dann alle für diese eine Bank einspringen. So. Theoretisch. Ja, nee, auch praktisch. Das ist auch schon ein, zweimal passiert. Ja, aber weil du jetzt gerade sagst, man weiß nicht genau, wie groß dieser Topf eigentlich ist. Exakt. Ne, weil dann kannst du ja doch leer ausgehen. Und der Punkt ist natürlich auch der, das, was wir 2008 hatten, da wären ja, oder sind ja mehrere Banken hops gegangen. Das heißt, nicht in Deutschland, aber wenn jetzt in Deutschland mehrere Banken gleichzeitig hops gehen, dann reicht die Kohle garantiert nicht. Ja, und das ist wirklich der Punkt. Ja, es wird dann ja auch gesagt, okay, bis zu 100.000 Euro ist das abgesichert für Privatpersonen. Die Einlagensicherung für Gewerbetreibende, Firmen und so weiter, die haben sie gerade, ich glaube, im September 2018 stark eingeschränkt. Also deren Geld ist noch unsicherer. So,
Und jetzt kommen wir aber zu einer Sache und die ist höchst interessant und die ist auch vom Landgericht in Berlin und es gibt, glaube ich, noch zwei, drei andere Gerichte, die das auch nochmal bestätigt haben und dazu gucken wir jetzt mal rein und das sagt der Bankenverband über den Einlagensicherungsfonds selbst und das sehen wir jetzt gleich hier. So, und das ist jetzt, das kannst du dir auch runterladen, das habe ich auch unter dem Video wiederum verlinkt. Das ist auf Seite 30. Ja, wir können hier nochmal ganz kurz nach vorne springen. Zack, so sieht das aus. Einlagensicherungsfonds, Statut des Einlagensicherungsfonds, Stand Berlin, Oktober 2017. Das Video, was ich gefunden hatte, das war aus 2009. Deswegen, das ist jetzt nochmal, ja, viel aktueller geht's nicht. Und wir schießen mal ganz kurz auf Seite 29 und da kannst du Folgendes lesen. Hier steht Seite 30, ich wollte die Spannung heben. So, unter Punkt 18 oder Punkt 19, genau, ein Rechtsanspruch auf Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Da steht's. Das ist ja blöd. Schein schied, um das mal nett zu sagen. Das heißt wirklich, das, was häufig öfter mal durch die Presse, durch die Medien geistert, stimmt einfach nicht. Hier steht's schwarz auf weiß, ein Rechtseinspruch auf Eingreifen oder auf Leistung des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Und das hat, wie gesagt, das Berliner Landgericht auch nochmal bestätigt. Das suche ich dir vielleicht auch noch mal kurz raus. Aber das fand ich schon spannend und das war mir vorher, ich bin ja nun gelernter Banker, so auch nicht wirklich klar. Und wir hatten vor kurzem von einer anderen Sparkasse Besuch und die Dame guckte ziemlich kariert, als ich ihr das erzählte. Vor allem hebelt das ja eigentlich alles aus, ehrlich gesagt. Das ist ja wie der letzte Punkt ganz am Schluss, alles schön und gut, aber es gilt nicht. Ja, ganz genau. Ne? Das war also, wir machen die Links stelle ich nochmal unten unter das Video. Gibt es also die genauen Gerichtsentscheidungen. Berlin-Brandenburg-Portal lässt sich dort alles nochmal nachlesen. Das Handelsblatt hat es kommentiert. Es gibt eine Seite kritischeanleger.de. Fonds Professionell hat drüber berichtet. Die Wirtschaftswoche hat drüber berichtet. Also das ist jetzt kein Kokolores, den wir uns immer ausgedacht haben, sondern es ist tatsächlich so, du hast keinen Anspruch. Das ist, da machen, und wenn alle plötzlich ankommen und sagen, ja, wieso, ich habe doch unter 100.000, ja, dann sagen die alle, nee. Ja, also das ist echt bitter und von daher unsere Bitte, dass du natürlich diesen Kanal abonnierst, um diese Nachrichten zu kriegen. Zweitens, das Ganze auch nochmal teilst. Und natürlich bitten wir dich jetzt um einen Kommentar. Gibt es schon welche eigentlich? Ja, wir haben YouTube-Gucker, unser treuer Fan ist wieder dabei. Hallo YouTube-Gucker. Glaubt er auch nicht, dass das sicher ist? Oh, Schachti Benjamin, moin. Moin zurück. Ja, wenn ihr jetzt Fragen habt zu dem Thema Einlagensicherungsfonds und ob dein Geld bei Banken sicher ist, dann hack sie uns nochmal kurz unten in die Kommentare. Marco, ich glaube, für dich auch neu, ne? Also, weil, wie gesagt, für mich war es auch mehr oder weniger neu. Ja? Also, für mich war klar, als du gesagt hast, oder wir uns die Themen für die heutige Sendung überlegt haben, lass uns mal über den Einlagensicherungsfonds sprechen. Mhm. Ich dachte, okay, interessant, weil ich dazu bislang, ehrlich gesagt, relativ wenig weiß. Und das ist tatsächlich, ja, komplett neu und finde ich echt ein starkes Stück. Ja, ne? Also, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ne, genauso, und das ist vielleicht noch ein spannendes Thema. Eventuell können wir das nächste Woche, also einmal nächste Woche unterhalten wir uns über die Sicherheit bei deinen Einlagen bei Versicherern, Lebens- oder Rentenversicherern. Und das zweite Thema, das kocht gerade auch hoch, ist die Rolle der Schufa. Dazu haben wir heute Nachmittag wieder ein aktuelles Video veröffentlicht mit einer kleinen Wiedergabeliste hinten dran. Alles rund um die Schufa, aber da gibt es noch ein paar neue interessante Erkenntnisse und Spiegel Online gibt da auch mal ein bisschen Gas. Heute war mit Susanne drüber unterhalten, als ich ankam. Cool. Ja, sind wieder sehr, sagen wir mal, interessante Fakten. Es ist Bewegung in Deutschland und lasst uns diese Bewegung einfach nutzen, würde ich mal so sagen. So. Sprechen wir nächste Woche ausführlich drüber. Machen wir jetzt, Marco. Du hast gelesen und wir kommen zu unserem wöchentlichen Buchtipp.